Es war einmal vor langer Zeit ein Fischer, der lebte mit seiner Frau in einem kleinen Schneckenhaus am Strand. Von dem wir euch heute erzählen, da fing der Fischer einen Fisch. Und zwar fing er einen großen, schweren Butt. So einen riesigen Butt. So riesig. Das ist ja wundervoll. Und schwer, weil er konnte ihn kaum heben. Der Butt, der konnte noch mehr. Der konnte nicht nur groß und schwer sein, der konnte auch sprechen. Es ist ja wirklich fabelhaft, Mann. Super, du. Und sag, was hast du dir für uns gewünscht? Wie gewünscht? Ja, du wirst dir ja wohl was gewünscht haben. Doch jedes Kind weiß, dass wenn man einen verwunschenen Fisch aus dem Meer zieht, dass man sich was wünschen kann. Mann! Wünsch mir ein Schloss. Und wenn er ein Schloss machen kann, dann kann er auch König. Dann soll er mit zum König machen. Fischer stellte sich an die Klippen und rief den Butt. Manche, manche, Timpete, Buttje, Buttje in der See. Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich bin. Kaum hatte er das gerufen, da kam ein Wind auf und Wolken schoben über den Himmel. Und das Meer verfärbte sich grün und schlug wild gegen die Klippen. Und dann tauchte der Butt aus dem Meer auf und fragte: Rob, ja, was willst du denn? Da, am Morgen geht die Sonne im Osten auf und im Westen geht sie unter. Mann! Und mit dem Mond ist es dasselbe. Er macht, was er will. Einmal ist er ganz voll und fett und dann ist er nur halb und manchmal ist er stockfinster und er ist verhaftet da. Er gehört mir nicht und wenn ich es anders will, passiert nichts. Und im Winter, da schneit es. Nur im Winter. Und im Sommer, da ist es mal viel zu heiß. Es regnet, wenn es will. Und überhaupt. Die Sterne machen, was sie wählen. Ich möchte gerne, dass mir alles gehorcht. Alles? Ich möchte über alles bestimmen. Ich möchte über das ganze Universum herrschen und über alle Gesetze bestimmen. Ich möchte so sein wie der liebe Gott höchstpersönlich.